Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2, The Age of Kings. Oh, und ich sehe da ganz viele sexy Updates in unserer Universität, die ich bis jetzt nicht gesehen habe. Die holen wir uns natürlich. So was wie Ballistik und Chemie und so Zeugs. Das holen wir uns natürlich noch. Aber es wird, glaube ich, an der Zeit anzugreifen. Genau. Und ich würde sagen, zunächst mal erledigen wir mal die Bogenschützen, die uns da auf den Sack gehen. Obwohl, ja, für das Dorfzentrum wird es wahrscheinlich zu spät sein. Aber ich freue mich trotzdem, wenn die Bogenschützen weg sind. So, dann hat er da noch irgendwie drei Pikeniere. Die könnten wir von mir aus auch gerade erledigen. Hallo Jungs. Ja, erledigt sie. Ah, ja, ja, könnte auch den da zuerst erledigen, das ist okay. Und du kannst schon mal den Bogenschützen da. Arbalitisten oder wie auch immer der heißen möchte. Nein, 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 nein. Lass die Deutschritter. Wir greifen an. Ich würde sagen, da zuerst. Ja, das wird noch länger dauern, wenn man es so haben möchte. Vielleicht sollten wir das mal bei Gelegenheit ein bisschen reparieren. Beziehungsweise. Oh! Das hingegen ist gar nicht sexy, was er da vorhat. Aber wir fangen die schon ab. Keine Angst. Das sind die Deutschen, ne? Die Polen haben wir eigentlich schon fast. Oh ja, kommt mal mit. Ne, ich glaube, da ziehen sie weg. Ich glaube, da ziehen sie weg. Ich glaube vor allem, wir müssen unbedingt die Dinger da erledigen. Vorbeikommen. Du, bitte reparieren. Also, reparieren nichts. Und eben dran stehen oder reinlaufen oder sonst irgendwas Doofes machen. So, bitte da die Rammböcke erledigen. Die sind ein bisschen gefährlich in unserer Burg. Möge dein, mein Gebiete! König Wenzel kommt mit einem gewaltigen Heer auf uns zu. Sperre haben an dem Pass, der vor uns liegt, einen Ort ausfindig gemacht, an dem wir uns aufstellen können. Wenn wir eine starke Befestigung bauen, können wir ihr Heer gegen unsere Wälle und Türme schmetten. Richten Sie innerhalb des beflagten Gebietes drei Burgen und widerstehen Sie dem Überfall des böhmischen Heeres. Ah, deswegen sollten wir nicht alle Steine ausgeben. Ja, aber ich will eigentlich keinen Überfall. Ich habe irgendwie keinen Bock, dass jetzt Böhmer auch noch dazu stößt. Jungs, 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 unbedingt. Ganz wichtig. Also eigentlich überlebenswichtig, dass die Dinger weg sind. Genau, und jetzt den da noch. Dass sie gar nicht erst ankommen. Sehr schön. Und jetzt den Turm. Bitte. Zwar jetzt kriegen sie ihn natürlich nicht mehr, aber pff, nicht so schlimm. Was? Aha, das wird so langsam gebaut. Jetzt habe ich verstanden. Okay, aber kommt jetzt der Böhmer oder... Also kommt er nur, wenn wir aufgebaut haben. Ah, sehr schön. Jetzt macht er natürlich was ganz Doofes. Wir
er steht blöd rum und zerstört also Felder, die mir sowieso nichts mehr bringen. Während ich euren blöden Turm hier erledigen könnte. Eventuell klappt das sogar. Ja, das könnte sehr gut klappen. Das könnte gigantisch gut klappen. Das finde ich super. Mach das, reiß das nieder. Jawohl, sie schaffen das. Finde ich super. Er könnte eigentlich auch Bauern killen. Seine Wirtschaft zerstören, schwächen oder was auch immer mit der machen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Böhmer nicht kommen, einfach weil wir da den Speer gefunden haben. Ja, aber dann kratzen wir noch ein bisschen am Bergarbeiterlager. Macht doch mehr Sinn. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und dann kommen wir herunter und prügeln uns ein bisschen. Richtig. Motchum. Huh. Jetzt haben wir schon lange keine Angriffe von Gegnern. Also auf der Seite. Weiß noch nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber wir rennen mal runter. Und prügeln uns mal. Mit den Polen. Ansonsten sieht es eigentlich gut aus. Ihr könnt sogar. Oh, Jungs, wenn da einer läuft. Ihr könnt dann sogar nachher noch das Gold schnell abgrasen. Genau, richtig. Er kommt mit. Also, es geht ja gut. Viel besser als erwartet. Das ist ja geil. Zwei Handschwertkämpfer, okay. Ein bisschen Glück kriegen wir die. Wow, die Jungs sind sogar sehr gut. Wow. Ich mag die Husaren. Also sie können was. Viel besser als leichte Kavallerie. Viel besser. Ja, den können wir auch noch schnell erledigen. Ja, er kommt gegen eins, schafft er das schon, hoffentlich. Sehr schön. Und dann... gut, die gehen wahrscheinlich auf die Burg los, das ist uns so egal wie noch nie zuvor. Genau, dann kann er nämlich, hat er hoffentlich Mühe, sein Gold abzubauen, oder es geht länger und mühsamer. Und danach würde ich sagen, mal die Häuser auf der Seite mal erledigen. Was ganz böse ist. Ha, Chemie. Finde ich auch super. Och, na gut. Wow. Wow. Also Husare haben mich jetzt echt überzeugt. Das ist richtig geil, was sie da bieten. Sehr schön. Und dann bitte das Bergarbeiterlager fertig zerstören. Dann die Häuser. Dann kann er nämlich nichts mehr Neues bauen, also keine neuen Einheiten. Und schon haben wir Gewinn, ne? Genau, Chemie hole ich mir gerne. Also sie reißen auch die Gebäude viel besser ein als die leichte Kavalleristen. Die sind echt cool. Husare mag ich.
Mag ich sehr. Like very much. Und kommt. Es ist schon fast zerstört. Dann können wir die Häuser mal wegmachen. Dann haben wir die Stellung. Müssen wir eigentlich. Ja gut, wir sind inzwischen auch die stärksten. Das ist, so ist es nicht. Sehr schön. Wir können auch die ganzen Updates für Gebäude holen. Oh, Jüngchen, Jüngchen. Oh, was? Bogenschützen? Ja, können wir auch gerne holen. Auch da sind, glaube ich, Husare gar nicht mal so schlecht. Naja, ich würde sagen, das sieht eigentlich alles sehr gut aus. Was ist das denn? Welche 29? Belagerungsingenieure, aha. Oh gut, wir haben ja die Ressourcen dafür. Was macht der jetzt wieder? Freundlich Unnötiges, gut. Er fängt den ab. Finde ich auch. Ach, Jungs, er kommt da nicht raus, ne? Also ich würde sagen, nächste Runde Husare und ihr kommt mit. Bogenschützen. Nein, oder die Bogenschützen. Nein, wir holen die Bogenschützen. 10 gegen 10 ist, glaube ich, recht blöd für die Bogenschützen. Wisst ihr was? Wir haben ja das Zeug. Kommt, holt mir noch mehr, noch besserer, noch besserer. Wir holen mir das Gold. Wir haben halt keine Paladine. Aber das sind die Husare ja schon fast die geilere Methode. Würde ich noch eher. Da würde ich aber am ehesten noch ein paar Triboka ausbilden. Ah ja, haben wir da noch Updates? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, da hätte es noch Updates. Jungs, und dann gehen wir, ne? In den Krieg. Vor allem, weil die Polen dann eine Burg haben. Sein Turm kriegen wir eigentlich recht gut weg, aber ich glaube, die Burg wird sich schon böse werden. Ich glaube, die Polen haben auch langsam ein Problem. Die Deutschen, interessanterweise, sind jetzt auch deutlich ruhiger geworden. Lustig. Ja, ihr könnt schon eigentlich die Einheiten, die euch angreifen, auch zurück anpöbeln. Also, ja, das macht Sinn. Das macht sehr wohl Sinn. Jetzt kommt auch was Böses auf uns zu. Wohin reitet er jetzt wieder? Wohin reitet er jetzt wieder, hä? Hat man das Drecksteil? Die wollen, glaube ich, alle Gold haben. Interessant. Ja, ist schon gut. Genau, jetzt könnt ihr euch rumprügeln. Ja.
Angriff auf die Häuser. Wie gesagt, je weniger Häuser sie haben, desto schneller können sie nichts mehr Neues uns entgegen schicken. Die Jungs klatschen da alles weg. Das ist super. Ich weiß gar nicht, wieso ich überhaupt noch. Doch, für die Burg. Aber das sieht doch gigantisch gut aus. Das können wir ja komplett wegmoben. Haben die einen Marktplatz? Bitte sagt mir ja. Sonst bin ich unglücklich. Und vor allem, also gut, das können wir umrechnen wollen. Ja, rollt mal runter. Perfekt. Ich glaube, da gibt die Stellung auf. Das könnte recht lustig sein, wenn er das macht. Nee, aber ich hätte trotzdem sehr gern einen Marktplatz bei ihm. Das würde einiges einfacher machen. Zurzeit haben wir zwar noch Gold, das ist okay. Ich glaube, Schwertkämpfer und ordentliche Bogenschützen wären dann richtig übel geil. Oder Husaren-Bogenschützen. Das ist eigentlich, weil die Husare haben mich jetzt echt überzeugt. Die waren jetzt echt cool. Dann können wir grundsätzlich auch Husare und berittene Bogenschützen machen. Da haben wir einen sehr schnellen Trupp. Nee, so spielen wir nicht. Jetzt hoffe ich aber, dass sie euch nicht sehen. Liebe Tribocke, also kommen sie jetzt auf euch zu. Deutsche Ritter, das könnte ein Problem sein. Jungs, fangt die ab. Auf irgendeine Art und Weise. Wird das schon möglich sein. Ja, ich glaube, ihre Bevölkerungslimit ist jetzt weg. Die Polen bauen nichts mehr Neues. Obwohl, sie haben keine Ressourcen mehr, aber eigentlich haben sie jetzt da Goldgräber hochgeschickt. Dann sollte das ja wieder gehen. Wisst ihr was? Holt mir doch den Turm. Und du holst mir schon mal die Burg. Ihr auch, Burg. Damit. Genau, ihr prügelt euch mal mit den Deutschrittern. Die wärmt sich nicht mal großartig. Lustigerweise. Ah, doch, doch, sie wärmt sich schon. Wahrscheinlich wäre das auch sehr, sehr, sehr unangenehm. Obwohl. Es geht, wir packen das sogar. Ich mag die Husare. Ich mag die sehr. Jetzt aber Platz, jetzt kannst du da ran. Genau, der Turm ist auch demnächst weg. Oh wow. Gut, vielleicht hat sich der Gegner effektiv ein bisschen blöd gewehrt, aber... Wow. Okay. Genau, komm mal mithelfen. Da Häuser. Hat denn kein Marktplatz? Bitte sag mir nicht, du hast keinen Marktplatz. Das wäre echt doof. Das wäre so unendlich doof. Das glaubst du gar nicht. Wie unendlich doof das ist, wäre. Perfekt. Und jetzt die große Frage, kommt er auch an das daran? Ja, perfekt. Das ist ja gigantisch cool. Perfekt. Kommt schon mal näher und holt uns schon mal die Bauern.
Perfekt. Yippie. Genau, wir können da noch Häuser zerstören und ähnliches. Alles, was Spaß macht, ne? Ah, der Gegner hat da oben eine Burg. Frech, aber die holen wir jetzt auch. Ein problemlos, wenn wir Ding haben. Marktplatz, yes! Yes! Und ich bin glücklich und zufrieden. Also, weil ihr das Gold habt. Das läuft an euch vorbei, weil... schön. Für uns. Genau. Holt euch die Jungs. Da, ich weiß, da oben haben die Blauen noch Bauern. Ja, sehr schön, sehr schön. Naja. Das ist natürlich doof, ne? Gegen die Pikeniere haben die nicht so viele Chancen. Schön. Naja, aber Leute. Das sieht eigentlich soweit sehr gut aus, würde ich sagen. Und wir kommen ordentlich vorwärts. Polen schon fast geschlagen. Auf jeden Fall haben wir einen Marktplatz und mehr Platz und mehr Holz. Und alles andere brauchen wir ja gar nicht. Also wir können mit dem Marktplatz und mehr Wald alles andere holen. Naja, falls ihr sehen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr beim nächsten Mal einfach wieder dabei sein. Also liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.